Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stationeers zusammen mit China. Hallo. Und mir. Und dem Mond. Und die Erde da unten vergisst mit unseren ganzen Zuschauern. Ja, ach komm. Wir sind ja auf dem Mond. Erde ist, ne? Die ist ja sowieso da. Also, ich fasse mal kurz zusammen, was wir in den letzten Folgen gemacht haben. Wir haben hier alles abgebaut fast. Und in unsere neue Werkstatt umgebaut, die, wie ich finde, ganz schön hübsch geworden ist. So. Und jetzt können wir eigentlich langsam anfangen, hier die Wände weiß zu machen und vielleicht ein, zwei Lichter anzubringen noch. Dann wollen wir noch ein Lager bauen, da. Und wir haben außerdem hier noch die Verkabelung, die wir noch auf einen moderneren Stand bringen können jetzt. Der Mann hat schon wieder Pläne. Pläne sind geschmiedet worden. Ich habe von nichts einen Plan und mache einfach irgendwas. Das ist sowieso immer auch das Allerbeste. Ich würde unsere Stromversorgung gerne leicht überarbeiten. Ich überlege gerade, ob das überhaupt geht, was ich jetzt vorhabe. Mal kurz überlegen. Wenn ich nämlich hier von dem Hauptstrom, der hier geliefert wird, Abzweige und eine Batterie hinstelle, dann könnte ich aus der Batterie den ganzen Kram da speisen. Das mache ich auch. Ja. Okay. Ah, ich wollte noch was recyceln. Ich den Kram mal eben an. Wir haben nämlich hier die alten Sachen wie Solar Kit Basic oder Portable Scrubber oder Portable Generator. Brauchen wir im Moment alle nicht mehr. Können wir also alles hier verarbeiten. Na gut, kommt natürlich ein Mix raus. Mix ist immer, weiß man nicht, was das genau ist, aber es ist wahrscheinlich Stahl. Unter anderem bei. Okay, gut. Ah, jetzt hat er sie zusammengepackt. Egal, wir können sie ja nochmal neu aufspalten. Ja, ich mache das vielleicht mit allen Mixen, die wir haben, nochmal. Packen wir es einfach nochmal neu in die Zentrifuge. Irgendwann. Gold, Kupfer, Eisen. Nickel. Dann kann der Stecker weg. Und dann brauche ich mir eine Batterie. Und zwar ein Kit Battery. Gold und Kupfer. Boah, ich bin der Meinung, es gab doch irgendwelche großen Blöcke auch. Die großen Blöcke, du meinst diese ästhetischen, ne? Ja. Die wir vorhin, ja. Ich meine, dass das wirklich die Paddings sind. Nee. Ist nicht richtig? Habe ich mich vertan? Ich habe davon zwei Kits hergestellt. Man sieht es dann auch in der Station für dir, was alles drin ist. Das sind verschiedene Wände, die sehen auch schön aus. In der Vorschau sahen sie ganz gut aus, aber sind nicht das, was ich suche, weil ich will im Endeffekt mal gucken. Das ist halt dann, ja, Deko. Ja, ich verstehe schon. Momentan sieht es das hier oben irgendwie so nach einer Schildkröte aus, die den Kopf zwar draußen hat, aber die Beine eingezogen. Und irgendwie, nee. Das merkst du gerade nicht. Abgesehen durch den kleinen Umbau ist das Ganze auch noch kürzer geworden. Das ist es. So, dann mache ich mal ein paar elektrische Arbeiten jetzt. Und ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, das ist auch der beste Spruch. Jetzt nehme ich auch noch das falsche Werkzeug.
Ja, jetzt wird gleich der Strom nochmal kurz ausfallen. Ja, zum Glück interessiert mich das momentan hier oben nicht. Oh, jetzt das richtige Wolke draus nehmen. Ach, da ist schon eingebaut. Okay. So, hier ist das. Da ist das. Dann den hier hin. Okay. Crowbar. Es gehört dazu. Ich muss gestehen, dass ich wirklich drauf stehe, alte Verkabelungen zu überarbeiten, die nicht mehr optimal sind. Das ist irgendwie sehr beruhigend. Das macht ja auch durchaus Sinn. Zum einen bekommt man alte Kabel wieder, die man vielleicht auch brauchen kann. Zum anderen schlicht und ergreifend das Optimieren, falls man nochmal irgendwas verlegen muss. Dann weiß man wenigstens, wie es inzwischen verlegt ist. Genau. Wie haben wir das anfänglich verlegt? Ja, okay, wir brauchen da ein Kabel irgendwo hin. Oh, warte mal, wieso läuft das jetzt nicht? Ach, haben wir gerade keine Sonne. Ja, okay, alles klar. Dann kann das nicht funktionieren. Also. Dieser ganze Kabelstrang ist nämlich jetzt überflüssig geworden. Genau, das ist die andere Sache, die wir noch von innen holen. Das ist der für die Vorschmelz und fürs Gewächshaus unter anderem noch. Oh, das könnte man jetzt eigentlich auch mal hübscher machen. Ach, Inventar wieder mal einigermaßen leer. Was macht er da wohl? Nur Verhübschung. Ist nicht mal was besonders Interessantes oder Effizientes jetzt. Das nehme ich auch nochmal ab. Da fallen die Sachen wieder zu Boden. Wieso liegen hier Erze rum? Nicht Erze, sondern Metalle. Ja, die sind doch geschmolzen aus der Schmelze. Meinst du, ich kriege alles mit, was du machst? Ja, was ist das denn? Ein Medium-Transformer. Warte mal, wo haben wir die denn hier? So, wann gibt's die denn? Ja, die gibt's
Sehr cool. Jetzt fasst du mich Sachen. Finde ich ja cool. Also das Zielwerfen bei den Chutes ist etwas gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob das toll ist, aber ich glaube, dass das insgesamt gut ist. Wann liegt das raus? Die einzig andere Möglichkeit wäre noch, die Chutes auf dem Boden zu machen und dann halt mit mehr Teilen das Ganze nach oben zu befördern. Ja, man kann halt auch diese Inlets bauen, also nicht diese, sondern nicht die Inlets, sondern diese Bins, so wie wir es hier an der Forschungsstation haben. Ne? Aber da musst du auch jedes Mal einen Hebel ziehen, um das loszuschicken. Och, nö. Oder man macht die wieder ab und wirft es einfach links rein. Ne? Aber ich fand es halt irgendwie cool, dass man so von vorne hier so alles bedienen kann dann. Ja, und sie sind ja wenigstens auf richtiger Höhe. Ja, und irgendwann ist natürlich auch gut, dass die Rohre schon da sind, weil dann kommen vielleicht von oben Rohre aus der Schmiede direkt über Sortierer hier in diese Maschinen rein. Wer weiß, ob das vielleicht mal eine Option ist. Ist natürlich mega kompliziert dann auch, aber wäre schon auch eine coole Sache, glaube ich. Ja, die schwebt halt schon die ganze Basis so im Kopf vor. Nee, nur so ein paar Dinge, die ich einfach halt noch nicht selbst noch nicht gemacht habe und noch gar nicht so weiß, wie das alles funktioniert. Und ja. Experimentieren halt. Okay, also deine Idee mit das Lager die ganze Ecke einnehmen zu lassen, jetzt wo ich gerade die Blöcke sitze, klingt das sehr, ja, nachvollziehbar. Jetzt wo man die Blöcke sitzt und sieht, wie klein das eigentlich bloß ist. Ist doch recht klein, naja. Okay, so ein Zweierschrank, der nimmt nicht ganz einen Block ein, aber fast. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Damit hat man jetzt schon mal so eben, ja, 5 Blöcke an einer langen Wand weg. Dann kann man vielleicht noch einen kleinen dazwischen quetschen oder so. Fehlt da echt Eisen? Haben wir denn noch Eisen? Wir sollten ja noch haben. So, einen neuen Transformer noch. Da die Vorschmelze unglaublich energieintensiv sein kann, halte ich es hier für gerechtfertigt, einen zweiten Transformator dafür zu benutzen. Außerdem sieht es einfach besser aus, als das ganze Kabel hier oben nochmal so rumzuführen. Und das Auge spielt ja mit, ne? So, Grundfläche gelegt. Und ich hab dich vernommen gehabt. So. Einschalten. Einschalten. Gewächshaus hat schon wieder Strom. Vorschmelze jetzt auch. Dann ist die Stromsanierung, die ich mir vorgenommen habe, hier draußen abgeschlossen. Moment, noch nicht ganz. Wir hatten doch bestimmt schon wieder einen Tageszyklus. Ah nee, die Sonne geht gleich erst wieder auf.
Du warst sehr schnell und effizient. Ja, sehr schön. So liebe ich das, ja. Ja, das könnte aber ein Problem sein. Hey, die Solarpaneele sind richtig gedreht. Ja, warum sollten die nicht richtig gedreht sein? Ja, ganz einfach, weil jetzt kein Strom mehr zur Steuerung kommt. Aber da da noch eine Batterie drin ist, hat die noch gereicht, die Solarpaneele über die Nacht noch wieder zurückzudrehen. Okay, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Können das jetzt, aber wenn die Batterie dran ist, können wir das hier eigentlich abbauen, weil das jetzt eh ein eigenes Segment ist hier durch die Batterie. Ja, warten wir erstmal ab, bis wieder Strom da ist und das Ding ein bisschen Energie hat. Ist aber bloß eine kleine Batterie, oder? Das ist nur eine kleine, genau. Aber die hat auch, ich meine, 2,5 Kilowatt speichert die. Das hält also eine Weile. So, wir müssen uns beim Gewächshaus mal über die Gas... Oh, ich hab Durst. Mal über die Gaszusammensetzung nochmal informieren. Nicht, dass da kein CO2 mehr drin ist, sondern alles schon umgewandelt ist. Durst hier. Ja, was das angeht, könnte man auch Pilze anpflanzen. Um wieder CO2 zu gewinnen. Ja, ja, ja. Aber dann müssen wir das auch wirklich monitoren. Nicht, dass uns da... Vor allem müssen wir die Temperatur monitoren. Ich weiß nicht, ob man aus den Pilzen noch irgendwas machen kann. Es war kein Rezept in der Stadt, Station Pedia drin. Ich bin echt am Überlegen, ob wir noch ein Dings, ob wir das Gewächshaus noch mal ein bisschen aktualisieren sollten. Ich würde eher sagen, vielleicht das da oben ausbauen. Ja, nur das ist so ein Riesenprojekt, das wird noch viele, viele Folgen dauern, bis das da oben vernünftig läuft. Zumal wir auch noch nicht alles geforscht haben, was wir brauchen, um da oben die Dinger bauen zu können, verstehst du? Deswegen ist die Überlegung, in dem anderen Gewächshaus nochmal zumindest für eine automatische Temperaturregelung zu sorgen, vielleicht gar nicht so verkehrt. Also ich habe das momentan schon mal verkleinert. Mhm. Es ist etwas mehr als doppelt so viel jetzt, wie das andere. Ja. Vor war es ja eher so 4, 5, 6 mal so viel. Ja, sehr, sehr groß. Ich guck mir das jetzt auch mal eben an. Ich flieg mal hoch zu dir. War schon lange nicht mehr da oben. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Das ist von der Größe ideal, würde ich sagen. Wobei, warte mal, jetzt lass mich mal kurz nachdenken. Wenn wir hier diese Greenboxen reinsetzen, ne, also diese anderen... Die automatischen, die keiner... Genau. Die ständig Licht erzeugen. Die ständig Licht erzeugen, genau. Dann würde es vielleicht... Weil die brauchen immer noch Rohre und Strom und ich würde vielleicht sagen, dass wir noch einen Raum weiter oder ein Stückchen weiter hierher kommen, sofern das geht. Oder wir haben ja jetzt das Lager darunter, sodass wir in diese Richtung dann noch vielleicht ein Stückchen könnten. Wenn wir also hier die Blöcke draufsetzen und dann einfach noch ein oder zwei Felder vielleicht. Oder was meinst du? Also ich überlasse das dir. Aber ich glaube, es würde gut tun. Verschieben können wir immer noch. Das ist jetzt erstmal, ja, da steht halt was. Genau. So ungefähr wird es aussehen. So, jetzt nehme ich das Kabel nochmal weg. Das holen wir von hier unten. Du spielst gerade in den Kabeln rum. Ja, man merkt musste es. Noch. Ich musste noch einmal, weil ich brauchte hier ein bisschen Platz, um den Stacker, den wir draußen hatten, so für manuelle Arbeiten, noch hier rein zu quetschen.
Ja, sehr schön. Also der steht auch wieder. Gut, okay, also. Was meinst du? Temperaturregelung für. Ich habe da gerade geguckt, die Batterie ist schon wieder leer, gibt's doch gar nicht. Temperaturregelung für das alte Gewächshaus. Wäre halt eine Möglichkeit. Oder wir geben jetzt Vollgas da oben. Also ein Vorteil hätte es, wenn wir das Ding dort machen. Am alten. Erzähl. Wir könnten das Ganze schon mal austesten. Ja, stimmt. Anstatt oben uns dann darauf verlassen, da funktioniert es nicht. Mhm. Reicht ja, dass man irgendwo bei der Logikschaltung irgendeinen kleinen Fehler macht. Ja, ist richtig, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir damit beim nächsten Mal an. Ich nehme jetzt noch eben das Ding auseinander, dann haben wir hier nämlich den sauberen Abschluss. So, dann müssen wir da nur ein Fenster reinmachen. Hab ich in der Hand. So, okay. Cladding. Nicht Padding, Cladding. Ah, mal gucken. Wir waren ja nah dran, aber nicht nach dem Ja, Versuch. Nicht ganz. Oh, aber hier hast du zwei Teile, ja, mit denen du deine Form auf jeden Fall experimentieren kannst. Das sieht dann auch in der Vorschau schon mal wesentlich besser aus. Siehst du? Ja, weil man kann es ja in der Station PD ja sehen, wie die Teile dann aussehen. No. Und da sehe ich den Composite Cladding Angled. Genau das Ding wollte ich eigentlich haben. Schon mal einpacken. Wir können ja eigentlich auch ein Glasdach drüber machen. Und dann nach oben in den Garten gucken. Zum Beispiel, ach ja, ja gut, vielleicht die Hälfte oder so. Oder, ja, mach zu. Ist eigentlich auch wurscht. Wir haben ja Fenster links rum und drumherum. Ah nee, das sind gar keine Fenster. Nee, das sind jetzt nur, Wände. Das sind nur Walls. Ah, okay. Ich dachte mir, wenn man da Schränke vorstellt, ja, du hast recht, dann sieht das. Wobei, ja, jetzt pass auf, wir könnten natürlich, ich habe eine coole Idee, dann sind Fenster doch schöner, pass auf. Wenn wir die Schränke so hinstellen, aber jetzt haben wir keine mehr. Eigentlich müssten wir noch irgendwo Kids haben, ich glaube draußen. Ja, irgendwo haben wir doch ganz viele gedruckt gehabt. Sag mal, da. Also, wenn wir die Schränke wie folgt hinstellen, dann, ach Gottchen, wenn ich es dann irgendwie noch hinkriege, ja. Dann würde das, glaube ich, mit Fenstern hübsch aussehen. Dann haben wir da nämlich auch wieder eine Fensterfront, wo man in die Base so ein bisschen reinschauen kann. Und zwar so. Moment, kurz schauen. Ich fange mal hier auf der Seite an. Stell du mal auf. Das ist immer zu wenig. So. Und dann auf der Rückseite. Jetzt habe ich nicht genug. Moment. So. Und dann hier noch eine zweite Reihe. Oder eine zweite und eine dritte vielleicht. Dann kannst du rundum Fenster machen und es sieht gut aus. Oder? Was meinst du? Da könnten mit ganz viel Glück wirklich drei Reihen reinpassen. Ja, die musst du natürlich bedenken, wenn du die aufmachst. Ja. Und auf der anderen Seite auch noch auf, dann musst du auch noch so durchpassen und du willst ja auch ein bisschen Abstand haben zum Gucken können, weil wenn du so dicht davor stehst, dann wo ist jetzt was? Ich würde vielleicht noch eine zweite machen und die dann aber ein bisschen länger, also ruhig bis hier vorne, also nochmal zwei gegenüber hier und dann hier so laufen, sag ich mal. Dann würde ich sagen, verschieben wir die Tür vielleicht sogar, das geht natürlich nicht. Oder wir lassen hier frei und stellen hier wieder zwei gegenüber. Ja, ich nehme jetzt erstmal für einen Moment unter erschwerten Bedingungen auf. Okay. Ich sehe bloß die obere Hälfte meines Bildschirms. Oh. Und gleich hört man bestimmt was. Du, ist aber auch nicht schlimm. Wir haben gerade einen guten Punkt erreicht, wo wir sagen können, die Folge
Können wir abschließen. Ja, vielleicht hat man eben ein dumpfes Geräusch gehört oder so. Hm, definitiv. Das war der Absprung der Katze nach oben. Die springen gerne von meinem Tisch auf die Wandbretter. Ja, so sind sie. Ja, also wie gesagt, Idee wäre jetzt hier quasi so, wo ich jetzt laufe, den Gang zu lassen und dann auf dieser Seite auch nochmal genau passend zwei gegenüber zu stellen. Ja. Und dann hier auch. Und dann würde ich sagen, hier auch nochmal eine Reihe vielleicht und dann Ende. Ah, wir könnten natürlich die Schränke auch noch einen weiter nach rechts versetzen. Dann könnten wir die äußeren Wände hier noch eine stellen. Dann ein Zweierblock und wieder eine außen dran. Müssen wir einfach mal experimentieren. Warte mal, wir haben ja genug Schränke. Was ist denn, wenn ich mal eben, dann machen wir das noch eben, komm, jetzt bin ich neugierig. Ja, so überschlagen, wenn man die genau andersrum stellen würde, könnte man, glaube ich, 18 Schränke hier reinkriegen. Ja, das reicht ja locker. Also, wie wäre es so? Bei der dann, Aufstellung. Warte mal, mache ich kurz auf. Schon so. Und so. Jetzt reicht die Anzahl der Schränke wieder nicht. So. Kurz mal öffnen. Ja, das ist vom Abstand auf jeden Fall gut. Okay. Und dann hier. Nochmal ein Pärchen hinpassen da hinten. Dann hier nochmal ein Pärchen oder einfach hier so dran. Aber dann macht das Fenster da nicht so Sinn. Deswegen würde ich sagen, ruhig ein Pärchen. Also so. Wenn man es auf beiden Seiten durchzieht, könnte man auf 15 Schränke kommen. Also minimal weniger effizient. Aber mein Gott, das ist. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, können wir schon längst einen weiteren Lagerraum machen. Ja. Der halt dann vielleicht für andere Sachen besser liegt. Hast du noch einen Schrank zufällig? Nee. Ne? Okay, jetzt fehlt einer, um hier noch einen zweiten dran zu setzen, aber so ungefähr passt's. Pack doch einen kleinen ran. Kann ich machen. Shelf locker small. So, ne? Also sehr veranschaulich, das denke ich auch ausreichend. Ja, ich denke, so würde ich es machen. Und dann halt hier noch eine zweite, also nochmal zwei und dann hier in der Mitte frei und dann hier genau nochmal jeweils eins. Darum kam ich aber halt nur eine Reihe. 15 Schränke. Genau, ja. Dann machen wir das so, oder? Beim nächsten Mal, denke ich. Genau. Dann verabschieden wir uns jetzt von euch, danken euch fürs Zuschauen, hoffen, dass es euch gefallen hat und dann bleibt gesund. Ciao. Ciao.